Die Vesperkirche in Horb ist zu einer festen Institution geworden. Vergangenen Sonntag öffnete sie erneut ihre Pforten und stellte mit über 130 Gästen einen neuen Besucherrekord auf. Dekanatsreferent Achim Wicker freut sich über den großen Zulauf. Wir machen ja die Vesperkirche jetzt im 12. Jahr. Wir haben immer relativ viele ältere Menschen, die alleinstehend sind. Die sagen, es sind mit ihre schönsten 14 Tage im ganzen Jahr, weil sie einfach hier eine tolle Gemeinschaft haben. Und wir haben Menschen vom Tafelladen, Hartz-IV-Bezug, die einfach gerne hierher kommen, weil sie sagen, sie haben so ein wenig die Möglichkeit, essen zu gehen. Wir haben viele Stammkunden, aber gestern auch einen Mann, der gesagt hat, ich bin zum ersten Mal da, warum bin ich nicht schon vor ein paar Jahren mal hergekommen, es war so schön. Die Vesperkirche wird durch die vielen ehrenamtlichen Helfer erst möglich gemacht. Was motiviert sie, mitzuhelfen? Man muss etwas tun, und weil das Ehrenamt, weil ohne Ehrenamt geht es ja gar nicht. Wenn die Leute sich nicht ehrenamtlich engagieren, geht vieles den Bach hinunter, und deswegen finde ich das ganz wichtig. Und deswegen macht es mir auch Spaß, hier mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Also ich finde, es ist eine schöne Initiative, zum einen einfach ökumenisch von ganz verschiedenen Organisationen. Und ich denke, so eine zweiwöchige Möglichkeit für Menschen einfach jeglichen Alters, jeglicher Herkunft, sich hier zu treffen, ist eine unterstützenswerte Sache. Und ich denke, wenn viele Ehrenamtliche einfach sagen, sie nehmen sich einen Tag Zeit oder einen Mittag lang, dann entsteht da ein Bild, sodass auch für jeden das überschaubar bleibt, der Aufwand. Und daher nehme ich mir gern die 3-4 Stunden Zeit, um das zu machen. Das, was hier abläuft, sieht mancher gar nicht. Die sagen sich, Wäsche hin und her fahren, unterspüle, dann gleichzeitig gucken, dass hier einiges in die Wege geleitet wird. Das ist eine tolle Aufgabe, und ehrlich gesagt, ich möchte mit keinem anderen mehr tauschen.